Das schaffen wir. Das wird schon, das wird schon. Leute, herzlich willkommen zu The Mortuary Assistant. Wir sind heute in einer, was ist das überhaupt, in einem Leichenschauhaus? Ich glaube, wir beginnen als junge, motivierte neue Mitarbeiterin bei den Leichen. Einfach mal rein, ab in die New Shift. Das Ding ist auf Englisch. Ich gebe mein Bestes zu übersetzen, aber ich kann für nichts garantieren. Ich würde sagen, ich drücke jetzt hier aber einfach neue Schicht und wir gucken, was passiert. Let's go. Oh, der Sound ist schon krass. I'm so glad it's almost over. 1998. Thank you. In Connecticut. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing but disturbing about it. It's just but that I'm proud of you. I really am. Hübsche. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even hello? I've heard things about that place. Just be worried people about you. Make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Ist ein Amulett, oder? Also, wie sagt man, ein Talisman? Thanks. Einfach mal einstecken. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Oops, forgotten. Okay, also wir sind da ganz euphorisch. All right. Here we go. Die muss ja auch Mut zusprechen, schau. Okay. Ist das eine Kaffeemaschine? Komm, erstmal Kaffee. Ups. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich mache hier gleich alles kaputt. Entschuldigung. Kann ich die nicht wieder reinstellen? Oh. Oh mein, oh. Oh. Ich lasse es einfach. Entschuldigung. Es tut mir leid. Tut mir leid. Süßigkeiten? Oh. Schau, hier hängt auch schon ein Kreuz. Toilette ist auch da. Habe ich ein Spiegelbild? Ja, wow. Ist was wie bei Phasmo. Stromkasten? Was man halt so macht am ersten Tag. Erstmal spülen. Erstmal spülen. Sehe ich das richtig, dass das Klopapier nicht aufgehängt ist? Das geht schon mal gar nicht. Hier kann ich nicht anfangen zu arbeiten. Hier ist ein Toilettenpapier, das ist nicht aufgehängt. Was denkt man sich eigentlich dabei? Das ist creepy. Hat sie die Augen zu oder hat sie keine Augen? Na, rechte Maustaste. Merk schon. Rebecca. Eine letzte Sache habe ich vergessen, dir zu sagen oder dir zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Schreibtisch und unterschreibe. Danke, Zoe. Viel Glück. Ah, ich habe den Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben. Hier, Stift. Pencil. Used to sign the... Ja, okay. Den Stift brauche ich, um was zu unterschreiben. Das ist halt was? Okay, meine rechte Maus. Das war die, die ich gerade aus Versehen gedrückt habe. Das ist unser Schnellinventar. I can't use that here. Ja, schon klar. Vielleicht, Leute, ihr dürft mir gerne helfen. Hier, oder ist es das Ding, was hier hängt? Ach Gott, sie hat den Vertrag an die Tür geklatscht.
Okay, das war für mich nicht sinnvoll. Guck mal, da liegt schon einer. Rebecca. Great. Hi. Perfect timing. Danke. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Die Toten rumfahren. Okay. Packen und rumfahren. Ah, ich muss es nicht gedrückt halten. Bist du dort nicht? Räumen Sie wieder auf, ja? Um einen Körper in die Kältekammer zurückzubringen. Okay, ich probiere es einfach. Mr. Dalton, das schaffen wir schon. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo sie wohnen. Leer. Da, der Oswald. Linke Maustaste. Verstehe. Wie kriegen Sie da schon rein? Wie kriegen Sie da schon rein, Herr Dalton? Machen Sie sich keine Sorgen. Es war mein erster Tag, aber ich gebe mein Bestes. Wie kriege ich Sie denn gedreht? Helfen Sie doch mal mit hier. Ah. So. Das sieht richtig aus. Okay, und jetzt? Ab dafür. Nee, rein da. Dann schieb. Soll ich wieder rausziehen? Achso. Jetzt aber, Mr. Dalton, rein da. Gehen Sie rein da! So. Hui. Erste Aufgabe erledigt. Fast so gut wie. So, und jetzt holen wir die Dorothy. Achso, ich brauche erst hier. Erstmal Wagerl. Also ich schiebe erst Dorothy raus. Alles klar. Dann. Ups. Okay. Hab sie. Komm jetzt. Komm bei mir. Dorothea, ich sag's ja. Ich sag's, wie es ist. Wäre noch so. Wäre. Das sind Brustimplantate, würde ich jetzt mal tippen. Stehen ja noch wie eine Eins. So. Alright. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Ich soll mir das hier nehmen, das Clipboard, oder? Ja? Die Dorothy Page ist schon 87. War 87, Entschuldigung. Dorothy, zeig mal, was ist los hier? Inspecting a body. Kratzer, blaue Flecken. Okay. Da, hier habe ich was gefunden. Macht da nichts? Was hat sie denn hier? Hä? Rotate? Ah, okay. Jetzt haben wir irgendwas aufgeschrieben. Oha. Lass dich doch nicht so fallen. These old windows never stay latched. Achso, es war ein Fenster. Ich dachte, es war die alte. So. Ich guck mir das mal an. Ich glaube, da muss ich rüber auf die andere Seite. Ich sehe schon was hier am Fuß. Okay, sie schreibt es auch noch auf, aber sie lässt uns noch nicht wissen, was sie gesehen hat. Einmal bitte heben. Danke. Und hier sehe ich es jetzt schon. Schlüsselbein. So, und das im Gesicht, das schaue ich mir auch noch an. Wenn ich schon mal da bin, nicht wahr? Hier, ein paar Pickel. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Ich soll es jetzt in den Computer eintragen. Okay. Wow. Windows 95. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah. I'm fine. Sorry. Ich schwöre, der verarscht mich doch. Okay. Kadaverinformationen eintragen. Ja, Learning by Doing machen wir hier. So. Das ist ein richtig altes Computersystem. Das ist eigentlich der Horror an dem ganzen Game. Das Schlimmste an dem Spiel ist bis jetzt, dass wir mit Windows 95 hier arbeiten müssen. Okay, den Namen. Ich kann es nicht tippen. Dorothy Page, 87. Hat am Kopf. Blämisches.
an der linken Schulter ein Rash und eine Kontusion an der rechten Schulter. Am linken Arm nichts, am rechten Arm auch ein Rash, am rechten Leg ein Hämangioma, wahrscheinlich einen blauen Fleck. Und links nichts. Passt. Nee, war falsch. Rechtes Leg da. Rechter Arm. Jetzt. Es ist wie ein Puzzle. Computer locked. Und jetzt hat er es ausgedruckt, gell? Wir sind richtig digital unterwegs hier. Ein Balsamierungsreport. Eine Mappe. Ich hab's jetzt im Menü, oder? Clipboard und den Embalming Report. I can't use that here. Achso. Oh, Entschuldigung. Ups. Ui. Steht ja auch noch da. Ja, und jetzt hier, Raimund, oder wie war dein Name? Was ist los? Jetzt habe ich ausgedruckt. Soll ich es einpacken? Die war da vorne, oder? Gucken Sie an den Boden, sehen Sie, wo Sie hingehen müssen. Da ist so, hier. Rein da. Jetzt wird sie jetzt einbalsamiert. Alright. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there, if you need it. Er schaut bloß zu. Wire jaw shut with needle injector and settings needles. Wir sollen den Kiefer zusammen hämmern mit Nadel und... Also wir brauchen einen Nadelinjektor und eine... Und Nadeln. Okay, Raimund, wo kriegst du die her? Ah, hier glitzert's. Werkzeug. Einfach mal rein in die Tasche, oder? Ab dafür. Needle Injector, da den habe ich gebraucht. Jetzt brauche ich noch die Nadeln. Ja, pack doch einfach mal ein. Es wird ja hier bestimmt alles mal benötigt werden. Ab dafür. Einfach mal. I can't hold anything else. Ach so. Hm. Okay. Your hands are full. Hab schon verstanden. Ja, dann. I can't hold anything else. Jetzt habe ich vielleicht zu viel eingesteckt. Das machen wir alles Learning by Doing hier. Ui. Ich glaube, ich breche die Zähne raus. Ui. Dorothea, es muss sein. So. Verschraubt. There we go. Schön. Achso, und jetzt? Insert eye caps to keep the eyes shut. Ah. Augen, eye caps. Habe ich. Ich komme auch von hier ran. Hä, muss ich nicht erst was reintun? Achso, erst diese Augendinger rein und dann... Ja, aber dann doch zu, oder nicht? So. Alright. Damit die zu bleiben. Verstanden. Jetzt muss ich die Einbalsamierungsflüssigkeiten in die Pumpe füllen. Einmal das Glutaraldehyd, Methanol, Humectant... Und Formaldehyd. Klar. Brauche ich keine Beschreibung dafür. Ist das die Pumpe? Wahrscheinlich. So, und wo kriege ich jetzt das Zeug? Ah, sehe schon. Einmal alles, oder? Ich weiß nicht, ob es so... Hold anything else. Meine Güte. Dann schmeiß doch was weg, Girl. Das hier. Kriege ich das nicht wieder? Hier, das schmeiß weg. So. Offensichtlich keine Hände frei. Wo hat sie es denn hingeschmissen? Oh, am Boden. Oh weh. Ich find's nie wieder. Es liegt genau an der Fuge. Aber gut. Jetzt. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Ist gerade die Flasche in meiner Hand geblubbert oder was? Okay, ist sie jetzt weg? Ja. Ist es relevant, in welcher Reihenfolge? Methanol. Ich kann es nicht lesen. Ach, das ist das Humectant. Ich glaube, ich versuch's. Ich packe einfach mal rein. Ich glaube, es ist egal. Was ist Methanol? Rein da. Mir wurde ja nicht gesagt, wie viel. Ich gebe ihm einfach die ganze Flasche rein. So, zack. Und jetzt? Achso, ich schaue wieder nach. Eine Einstichstelle in der Carotis-Arterie mit einem Skalpell. Endlich darf ich schneiden. Skalpell? Da.
Wird mir schon sagen, wohin. Ui. Wo ist mein Skalpell? Ach so, das habe ich gerade verwendet. Ah! Und jetzt? Ah! Oh mein Gott, Dorothea, das tut mir jetzt aber leid. Moment, ich weiß nicht genau, was ich zu tun habe. Ah! Wo ist denn der Schlauch? Hier. Tubing. Was war das andere? Forceps. Ach! Arterienschere. Verstanden. Got it. Dorothea, tut mir leid. Ist mein erster Tag. Ich gebe mein Bestes. So. Okay. Das soll so. Zum Glück muss nichts steril sein, aber echt, ey. Die Dinge sind halt an den Boden gefallen. Entschuldigung, Dorothea. Steril ist egal. Ich mach hier an, hier das Ding. Soll so, oder? Okay. Hervorragend. Du sagst, wenn was falsch ist, ja? Jetzt ist sie leer. Ich schalte mal ab, ja? Ist so richtig, oder? Soll ich weiterlaufen lassen? Raimund. Wird schon passen. So. Pumpe ausschalten und wieder alles raus aus ihr. Jetzt ist sie leer, die gute. Das können wir dann entfernen. Danke. Machen wir es wieder zu, ja? Schön. So, jetzt eine leere Vierertüte mit Flüssigkeit in die abdominale Bauchhülle spritzen. Eklar. Du sagst, wenn was schief läuft, gell? Aber er scheint zufrieden zu sein. Da ist der Viererbeutel. Den nehme ich mal. Und mit was soll ich den füllen, genau? Hat. Mit Cavity Fluid. Ah. Ah. Da halt mal den Beutel ran. Ist schon voll? Oh, das ging leicht. Und hier brauche ich jetzt das vom Boden. Ich hoffe, sie nehmen es mir nicht übel. Ui. Ui. Ah! Oh! Ui, okay. Ich spritze hier das direkt in die Bauchhöhle. Naja, Blut raus und Zeug rein. So läuft's halt, gell? There we go. Super. Mix Cleaners im Badezimmer, um einen Tank Cleaner zu kreieren. Und das soll dann in die Pumpe. Also jetzt muss ich sauber machen. Richtig? Ja. Ich folge einfach meinen vorhergesehenen Fußspuren. Oh Mist, ich hab nichts. Achso, ich bräuchte erst einen leeren Tank. Schon klar. Tank daran halten. Jetzt ist der voll, wetten? Ja, scheinbar. Okay, ich hab einen Tank. Voll Saubermittel, oder? Und das packe ich jetzt da rein. Und wo pumpt der das jetzt hin? Ist einfach nur zum Saubermachen wahrscheinlich. Jetzt kommt der Feuchtigkeitsspender ins Gesicht. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Sparbehandlung. So, Moment, Dorothea. Ah, hier, ich hab ihn schon. Dorothea, ich hab ihn. So, jetzt. Gesichtsreinigung. Warum mache ich das denn nicht zuerst? Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ich glaube, ich halluziniere. Ich glaube, ich habe zu viel von dem Formaldehyd geschnüffelt. Daran muss es liegen. Go ahead. Was? It's fine. I'll give you a call when we get someone in.
Ich soll einfach heimgehen, aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Soll ich die Gute nicht aufräumen? Er hat gesagt, ich kann gehen, oder? Job dann. Okay, danke, Raimund, ich gehe dann. Viel Spaß mit Dorothea. Ich glaube, die ist nicht so ganz nett. Ich laufe dann mal heim. Ich spurte. So. Bah! Ich würde nicht mehr kommen. Und ich habe mir noch gedacht, es war aber eine richtig schlechte Gesichtsreinigung. Die sah ja nachher schlechter aus als vorher. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. Er hat's auch gesehen, also. I was really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Was regnet denn Ström? Hey, Rebecca. Raymond. Oh, hi, hi. Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Danke. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it. Drei neue Kadaver. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Jetzt ist es dunkel. Sure? Nein. I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. Muss man sowas nachts machen? Take care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. Nah. I hope you feel better. Warum? Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? Das ist nichts Gutes. Warum haben wir eigentlich einen Schrank auf dem Sideboard stehen? Like right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Okay. Ich weiß ja nicht, ob das normal ist, dass man sowas nachts macht. Es gibt doch keinen Grund, die sind doch schon tot. Kann ich nicht warten, bis sie morgen bis hell ist? Und warum stellt man ein Regal auf dem Sideboard? Und warum steht dann der Fernseher nicht oben drauf? Ich verstehe es nicht. Mach mal die Mucke aus. Okay. Ah, hier sind die Schlüssel. Ach, ich habe sie so gesucht. Rebecca, das ist unseres. Ja. Benutze es direkt, nachdem du es verbrauchst. Ja, okay. Also, was ist denn das für ein merkwürdiges Tee-Ding? Kann ich hier auch alles nehmen und schrotten? Nein. Da, Chips. Die müssen schon mit. Ah, da sind wir. Im Regen, in der Dunkelheit. Willst du dich zusperren? Mach doch zu. Ja. Alright. So, head to the back and get started. Mach mal besser zu. Wieso machten die hinter sich nichts zu? Ich bin ganz alleine hier. So. Das ist gruselig. Lass bloß das Auto offen, dann kannst du schneller flüchten. Ja, nicht, dass jemand sich in mein Auto setzt. Kann ich nicht schon mal sowas vorbereiten? Nee. I can't use that here. Hä? Nee, shitty. Mist, ich hätte gedacht, dann kann die Musik vielleicht wenig rum. Was hat sie jetzt. Wovor genau hat sie sich gerade erschreckt? Telefon. Ach so, das ist dieses Ding, was er gesagt hat. Geh ran. Hallo? Hi. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Was? Just try to stay calm. I know you're scared. I'll ist er das? The door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This
insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. Huh? What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Das ist doch eher, oder? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ja, ja. What the fuck? Also er hat uns jetzt eingesperrt. This is insane. Er hat uns eingesperrt, weil er gesagt hat, okay. Da geht was vor sich. This is so stupid. Netter Chef. Hazing for the new girl or something. Ja. Just play along and do your job. Äußerst sass. Also das finde ich jetzt uncool, uns da nachts reinzulocken und dann einzusperren. Na gut, was hat er denn? Einen alten Schlüssel, einen Hallenschlüssel und einen Rekorder. Danke. Warum auch immer. Ich soll so tun, als wäre nichts, hat er gesagt. That's not it. I'm fucking quitting tomorrow. Ja. Who does something like this? All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. Oh. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Okay. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Es ist ein Dämon hier drin. Ich muss den Namen des Dämons lernen. Wie ich das mache, hat er mir nicht verraten. Und alles, was ab jetzt passiert, ist möglicherweise manipuliert von diesem Dämon. Also auch wenn ich glaube, er ruft mich an, ist er es vielleicht gar nicht. Ich soll die Kassetten anhören, den Namen des Dämons lernen, ihn an den richtigen Körper binden und diesen Körper dann verbrennen. Warum verbrenne ich die einfach alle? Ich glaube, ich verdiene nicht genug Geld für diese Scheiße hier. Hier ist eine Kassette und hier ist auch eine Kassette, okay. The Night Shift Database. Ah, so jetzt gehört. All my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Ach so. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. Der Name. My ID card is in my personal belongings drawer. Back is the passcode to access it. Use it. Er gibt uns jetzt einfach seine Anmeldedaten. Der Typ hat... Was geht? Der Typ hat einfach alles zurückgelassen und uns eingesperrt und gesagt, viel Glück. Tucker. Spritzen. Whatever. Just grab a body and get started. Whatever. Just... Ich dachte, ich soll ins Computerprogramm rein. Es gesperrt. Wo ist seine Personal Belongings? Egal, ich höre jetzt einfach die nächste an. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known.
allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. Oh my god. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. What? There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Ansonsten bin ich einfach besessen und dann hat sich's. Shitty. Da, hier war mein alten Schlüssel. Yeah, screw. Yeah. Whatever this is. I'm going back to work. Ist das Band 2? Ah ja, 2. Okay. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. Okay, ja. The so. Three objects in this cabinet are your tools. 3? First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Das schaffe ich nicht, Leute. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Was? Will er mich verarschen? Wie viele Anweisungen kann man einem eigentlich geben? Also wenn ich glaube, dass irgendwo endämonisches Sachen vor sich geht, dann nehme ich hier den Zettel und dann halte ich den daran und dann brennt der. Tipp ich jetzt mal. So. Kann ich jetzt benutzen mit Q. So. Hier komme ich noch nicht rein, weil ich seine ID-Karte noch nicht gefunden habe. Die liegt, glaube ich, draußen. Oder? Achso, Paper and Pencil soll ich verwenden, um herauszufinden, wie sehr ich schon besessen bin. Die tragen kann, die Olle, die zickt da immer rum, dass das hier zu schwer ist. Also, wo hat er seinen Pass? Hab sie. Muss ich mir das merken? Steck sie doch ein. Ich kann die nicht einstecken. Extra Key. Raymond, ich brauche wirklich einen Schlüssel für die Hütte draußen. Wir haben nicht mehr so viel Reiniger und du hast doch gesagt, dass du da noch was hast. Ich weiß, du traust niemandem, dass er da runtergehen kann. Aber wenn ich einen Zweitschlüssel hätte, dann wäre die Sache viel leichter. Hä? Er hat doch gesagt, ich soll diese ID-Card nehmen. Ah, auf der Rückseite. Aber sie merkt sich's nicht. 693604. Got it. Jetzt aber. Forget it. Was heißt hier forget it? Ich hab's doch. Sie will nicht. Sie sagt, sie möchte jetzt lieber Leichen balsamieren. Sie so, ja, ich weiß, total creepy, aber ich finde, wir sollten lieber jetzt die Leichen machen. Ich möchte nicht. Ich tue das nur für euch. So, wer schaut denn? Wer hört sich denn sympathisch an? Der Kurt! Kurt, du bist es. Achso, ich bräuchte erst dein
Schiebeding. Okay, Kurt, warte noch mal kurz. Ich habe keinen Schieber dabei. Ich muss den mitnehmen. Tragen kann ich einen Kurt leider nicht, ne? So. Ja, nimm die Bahre mit. Mir dann auch eingefallen. Crummy old building. Lock me in here. Scare the shit out of me. Na, warte. Erst den Kurt rausholen. Ei. Oh, Leute, ich sage, das Spiel geht mir schon ein bisschen an die Nerven. Entschuldigung, Kurt. Ja, mein Fehler. Hammer's? Kurt, ja, fahren wir, oder? So. Check you out. Okay, Kurt. Wir starten. Der ist erst 35 gewesen. Da hast du aber gelogen bei der Angabe, Kurt, oder? Lass mal gucken. Den hebt sie einfach so. Klar. Ah, haben wir schon was? Haben wir schon was? Hello? New job. I'm getting out of here. Ja. Scheiß auf Kurt. Kurt, tut mir leid, ich wollte dich nicht anfassen. New career path. Fuck this. Schlag einfach die. Fine. Hab ich gerade gesagt? Maybe. No. Maybe. Everything's fine. It's fine. Oh nein. No, I'm just saying things. I need to get back to work. It's fine. Okay, ich glaube, es hat uns schon. Ich kann einfach gehen? Ich kann einfach gehen. Oh, nein. You're kidding me. I can't believe him. What am I doing? This is ridiculous. I shouldn't be out here. It's my fucking fault! Get back to work! Ist nicht mitfahren. Toll. Aber merkt ihr, wir sind schon so ein bisschen besessen. Also uns kommt schon die Idee, nein, ich sollte weiter an die Arbeit gehen, ich sollte hier bleiben, so. Choice. I'm stuck here. Also du könntest schon auch laufen, Girl. So ist es ja nicht, ja? Aber kann es mal nicht so sein. Kurz, ich sag's dir, machst nochmal solche Faxen, dann bin ich raus. Ja? Jetzt hebt das Popöchen, ich war da noch nicht. Okay. Der hat auch blaue Knie. Ah. Da haben wir auch was. Nur wegen dir, Kurt. Ich möchte gar nicht hier sein, eigentlich. Und wehe, du setzt dich nochmal hin. Oha. Da willst du es nicht aufnehmen? Nee? Jetzt muss ich das Gesicht noch machen. There we go. Dich hat jemand zerkratzt an der Stirn. Okay.
Jetzt mache ich es ganz brav in den Computer rein. Macht sie es jetzt vielleicht? Ah, jetzt macht sie den Computer auch an. Ich weiß nicht, warum, ich fühle mich plötzlich in Windows 95 sicher. Also, ab ins Recording-System. Der Kurt hat behauptet, 37 zu sein. Hat ein bisschen einen Kratzer am Hirn. Auf der rechten Schulter, was ich weiß, ein Hermangioma am linken Arm. Rasch am rechten Fuß und am linken Fuß diese Blemisches. Simmers, oder? Richtig. Is only for Riverfields with access rights. Please enter your night shift code. Ja, ich hab den, oder? 69364. Das sind die ganzen Findings. Also die von den Dämonen, die er in der ganzen Zeit gesammelt hat. Schauen wir uns mal die Namen an. Ach, so heißen die dann, die Sigillen. Ich lasse es mal offen. Ich weiß nicht genau, wann wir es brauchen, aber... Also, oder wie? Boah, es wird ultra kompliziert gefühlt. So, wie ging es jetzt weiter? Ach, ich habe es gedruckt. Ja, ich habe es gedruckt. Jetzt habe ich den Report. Und den muss ich jetzt raustun. Oder so war das irgendwie, gell? Da, Report. Time to... Jetzt geht's weiter. Ich hab doch zugemacht, oder nicht? So, Kurt, tut mir leid, dass du so lange warten musst. Ich bin ein bisschen alleine und das ist ja mein erster Tag, du weißt Bescheid. War es das nicht? Oder brauche ich noch das Nadelwerkzeug? Ah, hier. Mit Nadeln. Verstanden. Entschuldigung, Kurt. Ja, hab's. Vor allem, weil einfach unser Auto zu ist. There so. We go. Ja. Jetzt kommen die Augenpatches. Die hatten wir hier. Ja, nimm mit. So. Alright. Jetzt soll das Zeug in die Pumpe. Aber sie hat jetzt dazu geschrieben, das Reagent. Soll ich das einfach mal dazu packen oder was? Also zuerst das Glukosezeug, Methanol. Ah ja. Was war das? Ja, das soll auch rein. Ich pack's einfach mal ab dafür. Ja, es hat geklopft. Bleaching. Nee. Mensch, wo ist das ganze Krempel hin? Formaldehyd. Ah ja, warte, was brauche ich? Rein da. Formaldehyd. Dann habt ihr gesagt, ich soll so ein Reagenzzeug einfach mal reinpacken. Ja. Das kann ihm eh egal sein, gell? So, was noch? Jetzt kommen noch das Methanol und das Luca-Zeug fehlt noch. Mensch, wo hat er denn alles hingepackt? Der hat aber gut aufgeräumt. Mann. Ah. Okay. Weißt schon, mir schön erst alles hinstellen. Und dann, wenn ich es brauche, ist nichts mehr da. Ist weggeräumt. Was ist hier? Was ist denn das alles? Das brauche ich doch überhaupt nicht, oder? Nee, die brauche ich noch. Und jetzt fehlt immer noch... das Methanol. Ah, hier. Warum? Das macht arbeitsmäßig überhaupt gar keinen Sinn, es so zu verstreuen. So, ab dafür. So, die Mischung ist fertig. Jetzt schneide ich ihm den Hals auf und stecke den Schlauch rein. So, Nee, die brauche ich, gell? Das war's. Skalpell war's. Und Schlauch. Schlauch. So. Ich habe alles da. I'm missing something. Ja, okay. Ja, ich stopfe mir einfach den Schlüssel in den Hals. Da, hier. So. Tuben. Ja, Wollinger. Kurt, wir...
Gut, kümmerst du dich vielleicht? Ich hab da noch einen Zettel. Ah! Oh shit. Ich hab gekriegt. Kurt. Was mache ich jetzt mit dem Zettel? Ach so, guck mal, hinten rum hätten wir auch rausgekonnt. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass jemand reinkommt oder dass ich nicht rauskomme oder weglegen? Oh. Warte, das ist doch jetzt gut, oder? Was soll... Ah! Kurt! Was hatte... Es hatte doch was zu bedeuten, wenn es brennt. Hieß es nicht, dass dann was sichtbar wird? Irgend so ein Dämonen-Kram? Kurt. Ach, guck, ich hab was! Ich hab was! Ah. Ich hab was. Das stopfe ich hier gleich rein. Pass auf. Das hier. Geh für Gustav den Dämon. Ja, genau. Oder? Also die erste Sigille haben wir quasi schon gefunden. Okay. Kurt, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ich muss dich jetzt erstmal anpumpen. So. Let it go. Ist fertig, oder? Kurt, das passt schon. Da, dann war es wieder raus hier. Darf ich mal? Danke. Ich mach sie wieder zu. Sehr schön. So, und jetzt muss ich wieder die Tüte mit dem Fluid und in dem Bauch. Ja. Ja, ja. Tüte. Tüte füllen. Spritze. Ab dafür. Rein da. So hört sich die Kaffeemaschine auch an, ja. There we go. Super Sache. Ah, jetzt muss ich ins Klo. Hier war es, ich schwöre, hier war es vorher nicht dunkel. Ah. Okay, ich renne einfach durch. Okay, jetzt habe ich es voll, oder? Jetzt reinige ich ihn doch, oder? Nee, ich muss die Pumpe reinigen. So war das. Da hat er ja eigentlich nichts mehr mit zu tun. Genau, in die Pumpe rein. Achso, das Gesicht kriegt er jetzt noch gewischt. Wo waren denn die? Wo waren denn die Gesichtstücher? Die da? Nee, ist... Da, Moisturizing Wipes. So, Kurt. Das Gesicht waschen. So. Hier die arme Stirn, wer auch immer dich so zerkratzt hat. So. Kurt ist fertig. Es müsste ihn wieder aufräumen, richtig? Kurt, okay, du bist dann fertig. Oh. Nein, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Warte, warum ist denn hier kein Licht mehr an?
so. Okay. Kurt ist fertig. Aber wir sind noch nicht schlauer, was den Dämon angeht. Was soll ich denn zwischendurch kritzeln? Oder bringt mir das was, wenn ich dann rausfinde, ob ich schon besessen bin? Oder hilft's nichts? Ich muss sowieso hier die Erlinda auch mal nicht machen, oder? Oh, die Erlinda hat auch Brustimplantate. Guck mal. Da stehen die Mörpes immer bei denen. Du hast doch noch welche vor dir, ich weiß. Die Erlinda. Komm mit. Ups, schon. Kritzel immer mal. Wieso ist die Tür da offen? Ich glaube, die habe ich vorher aufgemacht. So, Erlinda, bleib mal kurz hier. Ich schwöre, sie hat gerade die Augen zugemacht. Habt ihr es gesehen? Ich schwöre, sie hatte gerade die Augen auf, hat sie zugemacht. Und was bringt's mir, wenn ich kritzel? Also ich mach das jetzt. Ich renne da einmal. Nein! Ah. Hey, ich schwöre, da lag doch was. Nein? Ich dachte, da liegt das Kritzelzeug. Hier ist das Kritzeln. Hä? Okay, und jetzt? Herr Linder, ich weiß nicht, was das bedeutet. Lass mich mal nachdenken. Genau, zuerst mal wird hier begutachtet. So, ich fange mal an mit der Schulter. Ja, du siehst ja relativ unversehrt aus. Ach, guck, hier ein Muttermal und hier haben wir auch noch was. Wir machen das jetzt hier recht zügig. Okay, ich möchte nämlich nach Hause, wenn ich ehrlich bin. Oh, mhm. Habe ich alles notiert, Herr Linder. Hier am Fuß sehe ich direkt auch was. Ja, ja. Aber, bitte nicht bewegen. Ich schreibe das hier nur auf. Das geht hier ganz fix. Ich habe nämlich auch ein super schnelles Computersystem, wie Sie wissen. Und dann ist das hier alles gleich erledigt. Das ist sofort eingetragen. Mal kurz zur Seite drehen. Ja, das habe ich schon. Danke. Darf ich mal ins Gesicht gucken? Ich glaube, da ist auch was. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken, ich habe kalte Hände. Ach, hier, ja, ich sehe es schon. Ach so, jetzt habe ich die andere Seite nicht angeschaut. Entschuldigung, Erlinda, wir müssen noch einmal nach links gucken. Dankeschön. Okay, bleiben Sie einfach liegen. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment, ich muss das nur kurz ins Computersystem eintragen. Ja, hier. Die Erlinda, 25, die lügen doch, die sind viel älter. So, hat was auf dem Kopf. Rechtes Bein und linkes Bein. Sie sind hiermit offiziell aufgenommen, Erlinda. Ich druck das mal kurz aus. So. Haben wir das auch? Ich habe einen Zettel. Ich habe einen Zettel. Erlinda, hast du den gesehen? Und sag schon, hast eine Aushilfe. Das ist der Praktikant. Ah. Komm her, ich hab einen Zettel. Du hier. Achso, ich muss jetzt erst das Ding hier aufgeben. Erlinda, ich bin gleich da. Ich mach dir nur kurz hier eine Akte fertig. Hab ich gemacht das? Okay. Ich glaube, ich kritzle mal. Oh, jetzt wird's schon wilder. Ja. Was aber. So, Erlinda, jetzt lass mich nachdenken, wie ging's hier weiter? Ah ja, erstmal kriegst du hier von mir die Fresse poliert. So. Das haut, es drückt nur ein paar Mal, dann sind wir damit auch gleich durch, Erlinda. Einen Moment. Aber schlimmer als das, was gerade auf deinem Kopf saß, kann es eigentlich nicht sein. There we go. So. Ich weiß Bescheid, ich brauche gar nicht draufschauen, du kriegst jetzt die Augenpatches, stimmt's? Oh, nein. Nein. So. Die bleiben jetzt zu, dass es klar ist. Den Spaß mache ich. Okay.
Was ist hier los? Ist es... Ich bin drogenabhängig? Ist das das Problem? Yo, saw you behind the building place. Your dad is a total fucking loser. We're heading down to the beach in just a sec. Grab the kid and get down here. Party's gonna start without you. Igitt. Was? Ist es Lindas Geschichte? War das Lindas Leben? War, ich bin nicht Linda? Hatte Linda ein Drogenproblem? I'm missing something. Das ist doch hier eine Crack-Wohnung, oder? Ich brauche was, sagt sie. Oder ich. Ja, was denn? Hier. Heroin-Kit. Ja, ist besser, das mal mit dabei zu haben. Entschuldigung. Das ist ein schlechter Trip. You did this to me. It's all your fault. Alter. Wir sind bewusstlos geworden dabei, oder was? Und bringt mir da jetzt mein Zettelchen was, oder? Ich habe einen Zettel. Ich schwöre, ich nutze es auch. Ich weiß nicht genau, was man mir damit sagen wollte. Herr Linda, ich gebe zu, ich habe kurz den Faden verloren. Ach so, wir pumpen dich jetzt voll. Okay, einen Moment. Ja, rein da. Du kriegst vorsichtshalber auch mal was von den Fläschchen hier. Ich habe da nämlich genug davon und... Ja, es schadet scheinbar nicht, weil es kann euch ja egal sein. Was war das? Nee, das war das, was wir nicht gebrauchen, gell? Ja, das Glutal-Zeug kommt da auch rein. Und das hier, glaube ich, nicht wahr? Lass mal kurz gucken. Ob ich alles hab. Ah, Formaldehyd. Formaldehyd. War hier, oder? Ja. Ich werde immer besser. Ich werde immer besser. Irgendwas macht doch hier gerade was. Wo ist das? Ja, Linda, mach hier bloß keinen Scheiß, ich sag's dir. Hä? Und jetzt muss hier wo was sein, oder? Ja! Ja, diese 1 oder was auch immer das ist. Oder eine 9. Ich beziehe das jetzt mal als 9. Ah, also wenn das hier so rot wird und so... Dann ist irgendwo ein Event, dann müssen wir suchen gehen. Verstanden. Ah! Warte, bleib da, ich hol kurz einen Zettel. Mist, weg ist er. Hast du auch ein Sigillchen für mich? Nein. Okay, meine Gute. Dann lass es mal weitermachen, nicht wahr? Ist ja hier völlig normal alles. Ich weiß inzwischen schon, was ich brauche. Was ist das? Mist, jetzt ist es ja auch noch dunkel. Hört auf zu tanzen! Herr Linda? So haben wir nicht gewettet.
Wo ist meine Sigille? Hier. Belinda, du blöde Kuh. Mach nicht so einen Scheiß. Ich arbeite hier. Die da war's. Okay, ich brauche nur noch eine Sigille. So, und du kooperierst jetzt gefälligst. Auch nur noch einen Schlauch. So. So, ich muss mich jetzt hier um Erlinda kümmern, weil die Gute wartet ja scheinbar nicht gerne, wie ihr schon gesagt habt. So, hier rein da. Und jetzt kriegst du hier deine Dosis. Bitte sehr. So, reicht es? Super. Genau. Ah ja, jetzt raus mit dem... Raus mit die Schläuch. Zunehmen. Super. Jetzt gibt's die... Erst muss ich dir einen Beutel füllen. So, und dann hole ich mir hier das Dings da. So. Ich bin Profi inzwischen. Vielleicht habe ich ja den Namen des Dämons schon raus, bevor ich die dritte Leiche machen muss. Oder geht das nicht? Ja, wir haben es gleich. Jawohl. Super Sache. Mal kurz gucken. Ah, jetzt muss ich wieder ins... Ah. Oh, fuck. Oh. Die hat mich schon ins Bad getragen, die Alte. Mist, ey. Es macht mir Sorgen, dass ich hier an den Stromkasten ran kann, bin ich ehrlich. Hast du es wohl verpasst? Ich befürchte auch. Hä, hey, ich schwör, du liegst doch hier. Komm jetzt hier. Gib mir ein Sigillchen. Nee? Die werden ja echt gewalttätig. Erlinda, lass den Krampf. Warum kriege ich keine Sigille mehr für den Mist, den ich hier mitmache? Erlinda, letzte Verwarnung. Ich glaube, jetzt wird es hier langsam ernst mit unserer Obsession. Hier, Possession, wie man immer das nimmt, ne? Dann mache ich jetzt einfach weiter hier mit der Erlinda. Hab doch alles, oder? Achso, nee, ich muss die Pumpe reinigen. So war das. Reinigen. Der hat ja schon, die hat ja schon ihre... Dings gekriegt, so. Ah, das Gesicht. Gesicht kriegt sie noch gewaschen. Erlinda, ich weiß nicht, ich finde, verdient hast du das eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. So wie du dich jetzt hier benommen hast, Erlinda, verdient hast du jetzt hier die Gesichtsbehandlung nicht, aber will ja nicht so sein, gell? Ich glaube, dass sie der richtige Dämon ist. Also, dass sie der richtige Körper ist, weil sie die Augen zu gemacht hat, ganz am Anfang. Alright. Jetzt machen die schon wieder Party. Ich komme. Das geht gar nicht, das ist offen. Ja, Linda. Ich habe ein bisschen Angst, mich umzudrehen inzwischen. Ja, upp. Komm, Erlinda, wir fahren. Ich halte einfach mal mein Zettelchen in der Hand. Kann ich sie jetzt einfach verbrennen? Warum verbrenne ich nicht eigentlich einfach jede? Ist doch egal.
Komm, Elinda. Kann ich dir nicht einfach... Ups. Was ist, wenn ich sie einfach verbrenne? Oh, ups. Oh. Elinda, das war fürs Frechsein. Oh, ich hätte vielleicht doch erst den Dämon rausfinden sollen, oder? Oh. Where am I? What happened? Da ist er? Hä? Let me go. Hey, what are you doing? Sorry. Das ist die Box. This is the only way. Das ist diese Box, die wir vorhin gesehen hatten. Oh nein! Wir waren das in der Box. Raymond. Ja, wir sind besessen, oder? Ja. You can never fix what you've done. Oh, war ja. Ich glaube, das war ein Game Over, ja. Au. Oh. Das war quasi zu früh beendet. Mit dem Verbrennen der Leiche war quasi das Ding beendet. Und weil ich noch nicht fertig war, sind wir jetzt besessen. Verstanden. Continue? Oh Mann, ach, das beginnt jetzt wieder mit der Schicht? Let's do's. Eigentlich ärgerlich, dass wir verkackt haben, wo wir schon 3 Sigillen hatten. Aber egal, ab jetzt machen wir es besser. Hallöchen, ich bin zurück! Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? What the? Was? Das ist ein anderer Anruf gewesen? Ich schwöre, ich dachte, Easy Cheese ist der Typ, der da jetzt drauf textet. Jetzt war es wer anders? Oh. Unterschätzt, gebe ich zu. Ich so, YOLO, ja, kenne ich schon. Der Typ jetzt, der da mir da was drauf schwafelt. So, hier ist alles noch beim Alten. Ja. Ah, Stift und Zettel nehmen wir mit. Wir müssen überprüfen. Das war jetzt leer. So, das nehme ich wieder. At least I can keep track of things. Und jetzt habe ich ja die ganzen Kassetten. The Night Shift Database. At every moment, the demon is funneling its energy through you. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. Ah ja, das hoffe ich bleibt immer das gleiche. 6, 9, 3, 6, 0, 4. Ach, nein, ich habe mich vertippt. Nein, es ist immer ein anderer Code. Ach, was, Leute. Okay. That will react to the mark. Ich weiß ja, wo ich finde. Wie fies, ey! Immer ein anderer Code! 7226, okay. It will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Ich weiß nicht genau, wofür ich diesen Schlüssel nehme, aber... Ich einfach mal. Finally. Pieces of paper on the right are called letting strips. So, ich logge mich mal ein. 7226. Alrighty. Ich nehme einen Zettel mit. Gut. So. Machen wir uns hier einfach schon mal hier die Sachen auf, die wir ohnehin brauchen. Wenigstens liegen die gleich. And use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Sorry. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body.
gerade wer geweint. Burn it in the retort. Voll leise. Ja, voll. Shelby, Alma und Felton. Also mit den Frauen habe ich ja schlechte Erfahrungen. Wir fangen mit dem Felton an. Achso, ich brauche die Bahre. Bleib wo du bist, Felton. Ich komme gleich. Ups, vergessen nicht. Ich will die immer tragen. So ungefähr, Snowy. Aber nicht, es ist aber immer anders. Nee, warte, erst rausziehen. Ich schwöre, das ist doch Kurt. Die wollen mich doch verarschen, ist doch Kurt, oder? Kurt, du hast mit unter anderem Namen eingecheckt. Willst du wirklich, also... Das ist doch Kurt. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch der Kurt. Das ist doch der Kurt. Kurt, ich sag nix. Wenn du meinst. Achso, ich muss dich erst inspizieren. Entschuldigung. Was haben wir da? Muttermal. Ah. Das kann ich hier von hier drüben nicht anschauen. So, hab schon hier was entdeckt. Ja, das nehmen wir auch alles auf, Kurt. Oder Fenton, wie auch immer du genannt werden willst. Ich glaub dir kein Wort. Für mich bist du der Kurt. Ich sehe das doch. So, hier haben wir auch was. Nichts. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Das sieht alles sehr gut aus, Kurt. Ich komme mal kurz hier rüber. Zu deinem Kopf. Ich sehe da schon, da haben wir ein paar Pickel. Die müssen wir auch aufnehmen. Mhm. Einmal auf die andere Seite, bitte. So, sehr schön. Danke, Kurt. Ich gebe das kurz in den Computer ein. Moment hier, bitte. Falsche Programm offen. Haha, wie es halt so ist, nicht wahr? So. Felton. Angeblich 30. Hat... Und andere Dinge. Mein Licht hat schon wieder geflackert. Das finde ich ziemlich uncool. Das finde ich ziemlich uncool. Ja. Das ist der Herr Cook. So. Aber das auch. Ja. Hä? Ach da. Ah, okay, wir haben wieder diese Flamme. Die hier. Und kritzeln. Ja, alles noch im grünen Bereich hier. Kurt, jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Womit machen wir weiter? Ach ja, den Mund. Habe ich das Zeug? Ah, habe ich schon. Also die eine heult in ihrer Kühlkammer. Mit der wird's lustig. There we go. So. So. Glubsch, glubsch. All right. Ich bin echt unsicher, wie oft ich da rumlaufen soll mit dem Zettel. Das Fenster ist sehr unbehaglich. Pizzadienst. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt kriegt er hier sein Mix, gell? Muss jetzt da rein. Jeder von mir kriegt hier die extra Dosis. Das.
glaube, es war das. Humektant. Mann, geh da vorbei. Formaldehyd. I can't hold oh, anything really? Else. Und das hier. Sober. Okay. Nein, auf. Schere. Skalpell. Und Schlauch. Okay, ich hoffe, du bist soweit. Ich bin's. Schere. Schlauch. Ja, guck mal. Das ist doch diese Vorschau. Wir landen in diesem Ding. Wenn wir sterben. Aber es brennt nicht. Habe ich ihn jetzt schon angesteckt? Habe ich ihn schon angeschlossen? Nee, gell? Okay, jetzt pumpe ich ihn ab. Na komm. So. Okay, dann können wir ihn wieder abstöpseln. Oh mein Gott, Delta, wie fies, ey. Ich dachte gerade schon. Boah, Alter, die Sound Alerts. Er lebt. Okay, und was machen wir jetzt, Felton? Kriegt jetzt hier seinen Beutel voll Zeug. In den Bauch. Ich bin inzwischen richtig gut. Finde ich. Was das jetzt hier angeht. Wir füllen ihm jetzt den Kram da rein. Einfach rein da. Ja, ja. Der heißt zwar Fenton oder Felton, aber ich schwöre, der schaut aus wie in, aus der letzten Schicht der Karl. Es scheint schon hier zu sein. Ah. Okay. Ah ja, hier. Boah, ey, schon fies versteckt, oder? Manchmal. Okay, die tragen wir direkt ein. Ich brauche eh einen neuen Zettel. Karl, bleib liegen, ich hab's gleich. Erstmal ein Zettel. Und das war hier. Schon zwei von vier. So. Ach so, ich muss ja eh ins Klo. Ach, wie gut, dass da die Olle gerade war. So. Wie, was? Schwört da gerade jemand gerufen? Habt ihr das auch gehört? Was sagst du, Kollege? Hab's auch nicht verstanden. Es war Pizza, oder? Pizza. Das klang ganz freundlich sogar. Ja, egal. Ja, erstmal den Tank reinigen. Das ist wichtiger. So, und dann Gesichtsreinigung. Ja, das ist aber ganz wichtig. Ganz wichtig. I can't use that here. I can't use that here. So, hier Fenton einmal. Schön. Right. Lässt du deinen Zettel in der Hand, meine Gute? Also, ich hab Fenton fertig. Er war ziemlich unauffällig, muss ich sagen. Also, brave Leiche.
Oder? Ja. Fast ein bisschen zu still. Der Gute. Nee, ich habe die Helligkeit nicht mehr hochgestellt. So, ich bringe dich wieder zurück. Ups. Mach erst raus hier, oder? Felten. Schön war's. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Mädels. Die Alma und die Shelby. Ich glaube, das sind Frauennamen. So. So. Komm. Haben wir die auch. So. So, Alma, lass mal gucken. Guck mal, die hat hier schon den fertigen Strich am Hals. Warum muss ich sie denn eigentlich denn überhaupt noch aufschneiden? Naja. Ah, Alma, ich sehe schon hier am Handrücken haben wir auch was. Irgendwas grunzt hier. Ich glaube, der Felten fühlt sich einsam. Okay, an beiden Armen hat sie was. Einmal warst du diejenige, die vorhin geheult hat. Eine Frau hat doch geheult, als wir den geholt haben. Wisst ihr noch? Haben wir irgendwas im Gesicht? Nee, gell? Nee. Ah, oh. There we go. Ja, aber nicht gerade wenig, nicht wahr? So, ich schreibe das kurz auf. Einen Moment. Also, nur die Beine sind verschont. So, fertig. Wir haben das jetzt gedruckt. Alma, ich komme gleich. Ich habe es gedruckt. Du kriegst jetzt eine Mappe von mir. Ach so, habe ich einen Zettel? Ja, okay. Ich laufe nur noch mit Zettel rum. Das ist hier meine Lebensversicherung, offensichtlich. So, Alma. Wunderschön. Sie sind jetzt registriert. Glückwunsch. Kann ich denn eigentlich meine Reinigungslotion jetzt hier schon mitnehmen? I can't use that here. Ah, buh. Schade, ich hätte gehofft, dass ich mir diesen Weg hier raus später sparen kann. So, einmal. Hello there. Wo gehst du da hin? Don't. Der Gollum lächelt so nett. Ja, glücklich ist er, gell? Auf alle Fälle. Oh, jetzt geht's schon los. Hammerschuss, Gfret, einmal, gell? Okay, einmal. Jetzt konzentrieren wir uns so. Womit fangen wir an? Ah ja, ah ja. Ich erinnere mich. Mach einmal den Mund auf, bitte. Danke. Das ist notwendig, damit nicht mehr geheult wird. In der Gefriertruhe. Das stört nämlich die anderen Leichen. So. There we go. Genau. Jetzt machen wir hier noch die Augen. Einmal öffnen, bitte. Schub, schub. Danke. Alright. Hervorragend. Ah ja, jetzt gibt's die glücklich machende Flüssigkeit. Sie kriegen von mir auch eine Spezialbehandlung rein. Das kriegen nur die heutigen Leichen. Das ist ganz besonders heute für sie. So. Und ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Zaubermittel ist drin.
Okay. Was habe ich vergessen? Das Methanol. Dann gibt's Skalpellchen und Scherchen und ein Schlauch. Okidoki. Okay, wir pumpen. Wir pumpen. Okay, Alma. Wird's bald. Waren wir jetzt fertig oder was? Ja? Okay. Einem stöpseln wir dich ab, nicht wahr? Ah! Ich gehe nicht raus, vergesst es, ich gehe nicht raus. Nein, nein. Wenn sie draußen spuken will, kann sie machen. Ich muss hier drin arbeiten. Und ich sag noch, wer macht eigentlich das Fenster auf? Sicher nicht. So, jetzt gibt es eine Tüte. Die ist gut fürs Bauchi. So. Lass dir schmecken, Alma. Oh. Was machst du denn? Wo sind wir denn? Ach ja, ich habe meinen Zettel noch in der Hand. Gott sei Dank. Shitty. What are you doing here? Alter. Hey, wenn wir schon mal da sind, I can't hold anything else. Oh Mist, ey, ich hab die Pfoten voll. Okay. Alma, warum machst du immer die Türen wieder alle zu? Wo waren wir? Okay. Er sollte vielleicht mal dann wieder was kritzeln. There we go. There we go. Sie ist halt immer noch so super happy, gell? Oh, das sieht schon schlecht aus. Ich sag's euch. Was mache ich denn da dagegen? Alte 4. Hilft oft. Ich glaube, ich muss... Ja. Die Reinigungsmittel jetzt rein. Die Bibel lesen. Sanity Pills. Ihr habt Ideen, ey. Ja, aber es gibt nichts, oder? Brauchst nichts, nur die richtige Leiche finden. Ja, aber habe ich ernsthaft ein Zeitproblem? Trödel ich hier zu sehr rum? Okidoki, meine Gute. Dann kriegst du jetzt noch deine Face-Behandlung. Die ist hier immer gratis. Die Lippen sind immer besonders trocken, gell? Alright. Jetzt muss ich hier die Tür erst wieder aufmachen, weil jemand hier einen Witz... Ja, 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 hab was. Mach hier mal auf für die Eimer. Wie kriege ich denn die sonst rein? So. Ich schreibe direkt auf. Ich brauche außerdem einen neuen Zettel. So. Das Zettelchen nehmen. Das ist das. Nee, wie? So sah das aus, gell? Ja. Einmal, deine Tür wartet schon auf dich. Die freut sich wie ein Schnitzel. Kommst du? Ja. Mir wird schon schuldig von den ganzen Rückwärts und Vorwärts gezielt. Ja, ich weiß schon, das ist ein bisschen viel immer, gell? Tja, und wie willst du da jetzt reinkommen? Naja, es...
So. Ich finde, Alma ist sass. Oh, Shelby ist ein Kerl, oder? Shelby. Über endlich was gut aussehendes hier in meiner Leichenhalle. Komm. Sehr schön. Genau, wir machen Leichenbalsamierung. Ja, hallöchen. Muss immer mal gucken, dass mir nicht wieder der Dämon auf der Spur ist. So, zuerst mal wird er genauer angeschaut, der Gute. Irgendwas Besonderes? Ja, hier sehe ich schon. Ich sehe schon. Okay. Am Fuß haben wir auch was. Ich gehe mal rüber auf die andere Seite. So, danke. Das ist aber eine fiese Wucherung. Warte. Warte. Wo ist es? Wo ist es? Mist. Lachst du? Was ist das? Jetzt habe ich es verpasst wegen dir. Shelby hat so blöd gelacht, ey. Mann, ey. Habe ich das jetzt schon aufgezeichnet? Ach so, ist das eine Sigille auf seinem Arm? Oder es bedeutet, dass er mit dem Dämon was zu schaffen hat hier? Shelby, ich hab dich im Auge. Ich habe hier meinen Zettel in der Hand. Ich will es nur gesagt haben. So, Entschuldigung. Ich muss hier mal an den Kopf. Danke. There we go. So. Bleib einfach da liegen. Ich gebe das kurz in den Computer ein. Das ist notwendig. Ich will diesmal den Namen des Dämons wissen. Ich sag euch, Shelby ist es. Shelby ist der richtige Leiche. So, Shelby, ich muss das kurz wegbringen, ja? Ach du Scheiße! Igitt, ey! Ich schwör, die Alte ist mir echt unsympathisch. Dieser grinsende Dude, der war irgendwie nicer, oder? Ich dachte beim PC ist es sicher, dachte ich auch. Boah. Shelby, bleib liegen. Ich bring den. Ich mach nur kurz eine Akte für dich fertig. So. Wo die immer rauskommt, ey. Shelby, jetzt gibt's erstmal einen kurzen Zahnersatz, ja? Bleib so, wie du bist. Es tut nur kurz weh. Na? Ups. Das drückt ganz kurz. Ja, einmal noch. Und nochmal. Okay, und jetzt machen wir unten noch viermal. So, haben es gleich. Oh, doch, fünfmal, tut mir leid. So. Bitte einmal den Mund schließen. Dankeschön. Ich bin mir nicht sicher, wenn das so verschwommen ist, ob das jetzt, ob da nicht ein Event jetzt irgendwo gerade stattfindet. The door is open. Ich weiß. Aber mein Auto springt nicht an. Oh Gott, jetzt flüstern die schon zu mir. Habe ich schon einen Totalschaden? Ja, es geht schon langsam dahin. So, mein Lieber. Alright. Jetzt gibt's auch für dich die Extra-Behandlung mit besonders guten Flüssigkeiten. Okay.
Alles klar? Dann machen wir weiter. Schere. Skalpell. Schlauch. Shelby, einfach ruhig liegen bleiben. Ich erledige das. So. Es tut nur kurz weh. Ich drück dann mal. Vorsicht, wir pumpen. Okay. Blutabsaugen Gang 2, bitte. So. Das ist immer so laut. Okay. Er wird gern mithelfen. Ich find's ja nett, dass er den Zeigefinger streckt. Geh hin! Ach so, er zeigt da hin. Achso, ich dachte, er will mir da was, er will mir sagen, was er von mir hält. Entschuldigung. Da ist er, ja. Hallöchen. God has left you. Das glaube ich allerdings auch. Ich habe einen Zettel in der Hand. Wer hat dich rausgeschoben? So, mein Lieber, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte dir gerade die Schläuche aus dem Hals nehmen, nicht wahr? So, jetzt muss ich erst wieder die Pumpe reinigen gehen, oder? Nee, du kriegst erst deine... Du kriegst erst den... Die brauche ich fein Gemisch. Geh mir dann bald die Spritzen aus. Es wird Zeit, dass wir fertig werden hier. There we go. So. Wie zufrieden sie immer mit sich ist, wenn sie was gemacht hat, gell? Awesome. There we go. Okay, und jetzt? Jetzt. Das war zu viel Schwung. Tackelt ihr uns, Oma? Du blöde Kuh. Alter. Ah! Schon wieder die Crack-Wohnung. Oh. Get tubing by bed, get needle from bathroom. Ach so. Ah, okay. To-Do-Listen sind offensichtlich mein Ding. Ich kann es nicht aufheben. Ich muss vielleicht von vorne anfangen. Zuerst vom Bett. Hä? Ach, ich kann mich hinknien. Okay. Oh. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Habe ich bis jetzt auch nicht gebraucht. Find the Leiter. Feuerzeug. Ah, hab schon gefunden. Den
Löffel. Und Full Baggy on Kitchen's Counter. Das hier? Oh. Oh. 3 Stunden Spielzeit, wir finden raus, dass wir uns hinknien können. Igitt! Oh no! Get away! Oh. Jetzt wird's langsam ernst um unsere Psyche. Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Wir ziehen das durch. Wo ist mein Zettel? So, ich habe die Reinigungslösung da. Was? Oh, hier. Was? Ja. Wo? Nein, bin ich nicht. Ich weiß. Hier. Das G wieder. Das hier, gell? So. Ich habe jetzt den... Ich habe die 4 Sigillen. Jetzt muss ich noch rausfinden, in welcher Reihenfolge die hingehören, richtig? Ich nehme mal vorsichtshalber so ein Zettelchen wieder. So, jetzt ich muss ganz kurz mal im Dämonpedia nachgucken. Okay. Und da schon alleine, was das hier von diesen 3 ist, Glückssache, oder wie? Das hier, hätte ich jetzt gesagt. Masset. Ja. Aber ich muss es jetzt richtig rum hindrehen noch, hätte ich gesagt. So, ich mache die Scheibe jetzt fertig. Sieht gut aus. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich nicht so leicht hier rauskomme. Und dann auf die Leiche damit. Ach Gott, ich habe jetzt noch mal... Ich habe das noch nicht gereinigt, ist egal, oder? Was heißt auf die Leiche damit? Wie packe ich das auf die Leiche? You're wrong, you know. Are you sure this is the right one? Ja, Mann. Frag doch nicht so blöd. Muss ich jetzt noch weitermachen mit dem Balsamieren? Ich glaube, dass er die richtige Leiche ist, weil er hier so einen Mark dran hat. Auch wenn er das anders sagt. Ich mache jetzt meinen Job noch fertig, oder? Weil wir... Oh, fuck. Geh weg, ich muss hier reinigen. Ich mache jetzt einfach weiter. Because it's my job und so. Ihr wisst Bescheid. Erstmal hier doch schön. Danke, das machen wir jetzt noch fertig. Ja, ja. Alright. Kannst du bitte weggehen? Ich muss da durch. Hört auf, mir jetzt auf den Sack zu gehen. Ich burn jetzt den. Ich brenn, also... Leute, ich fackel den jetzt ab. Mitsamt der Ding auf der Brust, okay? Hättet ihr auch so gemacht, oder? Are you sure this is the right one? Ja, Mann, bin ich. Der hat sich sehr sass verhalten. Ab mit dir. Gesicht! Schnell! Good morning. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond?
I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. Wir müssen reden. Come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. Was? You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you... Oh, no. You chose the wrong Was? Body. Es war falsch? Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! Warum? Worthless. Watch your foolish boy. And drink it as nuts from your pitiful frame. Was? Shit! Er hat's verdient. Ja. Wow, ich war mir sicher, dass das der richtige Körper war. Der hatte doch ein Zeichen da an der Hand, oder nicht? Aber, ach so, wir starten wieder von zu Hause. Und sie so, naja gut, mach was halt nochmal. Schlüsselchen? Ich glaube, hier hat sich nichts verändert, oder? Wen hat sie denn da? Guck mal, ist das unser Girlfriend? Oh nee, ist unsere Mutter, glaube ich. Den mach mal aus. Wir gehen jetzt nämlich erbetten. So. Wie entspannt sie in ihrem Auto sitzt. Sie weiß eigentlich, was sie erwartet. Und sie denkt sich so, was soll's. So ist das mit den Dämonen. So. Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich den Dämon austreibe. So. Dann haben wir wieder unsere Box. Muss ich den wirklich jedes Mal nehmen? Wahrscheinlich schon, oder? Raymond wartet da oben. Ja, genau. So. Auf ein neues. At least I can keep track of things. So, ich nehme erstmal Zettelchen in der Hand. Ist immer gut. Hier ist alles da. Ach so, ich heb die mal vorsichtshalber auf. Night shift data. At every moment, the demon is to banish a demon to hell. It must be bound to its chosen body. So, check ich mal kurz nach seiner Karte. Wow. Curation will spell the demon's name. Den kann ich immer noch nicht nehmen. Second. The bottles on the top shelf. Und den nehme ich vorsichtshalber mal, auch wenn ich noch nicht weiß, warum. Den habe ich bisher immer dabei gehabt. So. Eingeloggt. Da müssen wir als nächstes rein. Das könnte ich ja zuerst mal machen. Ich kann ja mal kurz draußen gucken, bevor... Inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. Ich habe einen Zettel. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're. Es ging aber jetzt fix. Ja, voll auf dem Schreibtisch hat das mir gebrannt, aber da kann ich es mir wenigstens merken. Super Stelle. Ich nehme direkt noch ein Zettelchen. Also dann hole ich mir jetzt mal... Schau, da klopft schon einer. Wen haben wir heute? Hilario? Beasley? Der Costa? Und Noel? Noel? Achso, warte, ich muss... Ach, jetzt habe ich wieder erst mein Dings hier, mein Fahrgestell vergessen. Immer das Gleiche. Noel, ich komme. Das Rückwärtsfahren ist eklig, gell? Mit ab fortschreitenden Spielen verschwinden die Zeichen auch. Echt? Warte, erst.
Oder hast du, wenn ich sie mir gemerkt habe, hast es? So, ich habe die Noelle. Komm, stößen. Schau dir mal, was die für Apps hat. Seht ihr das? Ist voll durchtrainiert, die Gute. So, guten Tag, Noelle. Ich bin Frau Dr. Dr. Mebiene. Ich untersuche sie jetzt. Aber ich habe den Eindruck, das Spiel, als würde es merken, dass wir in der zweiten Schicht sind und es wartet es gar nicht mehr lange mit irgendwelchen Events. Jetzt liegt es einfach schon direkt los. So. Ah, was im Mund kitzelt bei ihr schon, sehe ich. Aha, hier haben wir schon... Das dauert nicht lang, Noelle. Keine Sorge. Ich muss nur einmal kurz alles anschauen. Irgendwas in den Handinnenseiten. Nein. Wirf noch einen kurzen Blick aufs Füßchen. Ja, da haben wir auch was. Da ist aber jemand ganz schön robust mit ihm umgegangen, oder? Ah, es wäre mir fast durchgegangen. Wie gut. Einmal zur Seite drehen, bitte. Die Pickel haben wir auch schon. Danke, ja. Dann werfe ich noch kurz einen Blick aufs Gesicht. So. Schauen Sie einmal nach rechts, bitte. There we go. Hä, aber Ihr Mund hat doch auch was, oder? Hat die da nicht rausgestunken? Na egal. So. Ich tippe das nur mal ein. Hoppi! Also das ist nicht sehr nachhaltig, dass wir das immer ausdrucken, wie ich nur mal erwähnt haben, ja. Nur, dass wir die Akte darüber schaffen. Kann ich es nicht per E-Mail senden. So, ich räume das kurz weg. Noelle, ich bin da, gleich wieder da. Einen Moment. Hier hat jemand Stromsparmodus gemacht. Sehr schön. Ah ja, jetzt geht's mit der Zahnbehandlung weiter. Ich erinnere mich. So. Warte. Habt ihr es gehört? Irgendwas hat Jum gemacht. Okay. Das klopft nur ein paar Mal. Die ist doch nie im Leben 28. Guck dir das mal an. Ja, sehr viel besser. Jetzt kommen die Augen, ich erinnere mich. Ja, ja. So, einmal schön weit aufmachen, bitte. Chop, chop. So. Alright. So. Und jetzt kam... Ah ja, vollpumpen. Vollpumpen mit dem guten Zeug. Jeder kriegt von mir die Spezialdosis. Rein da. Der, glaube ich, hat immer reingehört. Genau, Humektant. Das. Nee, Bleaching. Wofür brauchen wir denn Bleaching? Das habe ich, glaube ich, noch nie gebraucht. Warum steht denn das hier rum? Formaldehyd haben wir mal reingepackt. Dann haben wir, glaube ich, hier... Ja, das Gluterzeug auch rein. Dann kommt noch von dem guten Zeug eine ganze Pulle rein. So, da la. Jetzt wird geschnibbelt. Schnibbeldi, schnabbeldi, schnupp. Ja, Mann. Der kommt erst nachher. Und hier waren die... Ich glaube, das... So war das. So. Nadeln, Tuben. Nee, Schlüssel behalte ich. Den kriegst du nicht. So, dann pumpen wir mal, ja? Sind Sie bereit? So. Die ist leer. So, und dann... Ah, ja, dann gibt es das Päckchen. Erstmal machen wir wieder alles weg. Nageln sie zu. Dann gibt's einen Typen.
Wie bitte? Sie ist jetzt ein Kerl? Wer sind Sie denn jetzt? Und wo ist meine Patientin hin? Okay, ich mach einfach weiter. Ich mach einfach weiter. Dann sind halt Sie jetzt der Glückliche. So. Immer diese Junkies. This is all your fault. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Also ich finde es nicht nett, dass er gesagt hat, er bereut jede Sekunde mit mir, weil er hat mich noch gar nicht machen lassen. Okay? Und ich mache hier einen richtig guten Job. Okay? Also braucht mir gar nicht so kommen. Ziemlich undankbar. Nur weil er keinen Face Moisturizer gekriegt hat. Sonuel. Weiß nicht, was das hier soll. Ist sie denn jetzt gar nicht sie? Ist sie jetzt eigentlich dieser Typ? Kann es sein? Oh nein, jetzt muss ich wieder das Zeug mixen im Bad. Puh. Dann wären wir soweit fertig mit ihnen, nicht wahr? Ich habe auch gehört, sie ist eigentlich ganz freundlich. Wenn sie nicht gerade besessen ist von einem anderen, ist sie eigentlich ganz nett, oder? Oh oh. Das muss jetzt kurz warten. Ich habe hier die Noelle. An der Karre. Mann. So, rein da. Schön mit Öl. So. Wo ist meine... Ah. Also wir hatten ein Z. Und das ist jetzt... sowas. Ich hole mir erst ein Zettelchen, bevor ich wieder gehe. Wir können ja die schon mal reinpacken. Also das und das haben wir bis jetzt. Ich gehe nämlich nur mit meinem Zettel. Ich fühle mich... Ruhe. Ich fühle mich mit dem nämlich irgendwie sicher. Costa! Findet ihr nicht auch, dass Costa... Costa ist doch eigentlich... Kurt, oder? Also der kommt immer mit einem anderen Namen, checkt der ein, aber es ist immer Kurt. Auf geht's, Kurt. So, Randa. And the same procedure as every day, Kurt. Let's have a look. 38. Angeblich heißt er jetzt Drew. Na gut. Lass mal gucken. Ah. Oh. Ba-ba-ba-bing, ba-bing, ba-jing, ba-jing. Und schon wieder vorbei. Hier stinkt es auch am Fuß. Ich sehe es am anderen Fuß auch schon stinken. So, so. Ach, habe ich den gar nicht umgedreht? Ah, es müsste passen. Die Hand habe ich noch nicht angeschaut. Wunderschön. Nee. An den Kopf müsste ich noch mal ganz kurz. Mitten auf der Stirn. Here we go. Eigentlich kann ich es lassen, wenn sie sagt, dass alles passt, gell? Alles klar, ich gehe das kurz aufschreiben. Ich bin gleich zurück.
Bewegen Sie sich bitte nicht. Das meine ich ernst. So, der Dru. Da Ding. Die Schicht ist bislang sogar relativ ruhig, muss man sagen, nicht wahr? Oh. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Sie ist die Wand hochgekrabbelt, da hinten an der Tür. Costa, ich bin gleich zurück. So. Zähne. Ich muss da mal los, SOS. Das ist echt ein hartes Spiel. Vor allem, du bist so in deiner Routine mit diesen Tasks, die du da abarbeitest, immer dasselbe. Das gibt dir so eine Pseudosicherheit. Das ist so richtig fatal, weil du denkst so, ja, es ist, ich weiß ja, was ich zu tun habe. Ich mache immer dasselbe. Du kriegst so Routine und das macht's fast noch schlimmer. Rebecca? Wo ist mein Zettel? Warum kann ich nicht laufen? Rebecca, komm hier. Ich kann nichts nehmen. Ich kann meinen Zettel nicht nehmen. Ah, ich kann Rebecca. Nicht laufen. Nein! Ich kann keinen Zettel nehmen. Kurt, gehst du? Rebecca, komm hier. Ich will nicht gehen. Ich kann nichts machen. Ich glaube, ich muss. Rebecca? Mom. Mom? Das ist unsere Mutter? Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wait on this boy. It's me. Ah. Ja, sieht schon schlecht aus um unser Sanity. Ja, dachte mir doch, dass jetzt hier was ist, oder? Warte. Aha. Ein H, wenn man so will. Mit Apostroph. Genau, Mund zu, damit der Mund geschlossen bleibt und die Augen kleben wir jetzt auch zu, damit die auch geschlossen bleiben. So. Alright. So, dann mixe ich dir. Dann mixe ich dir jetzt mal deinen Drogencocktail, nicht wahr? So. Rein da. Nein? Jetzt. Es ist ein bisschen unnötig, dass man beim Aufnehmen der Sachen, man klickt und dann muss man es nochmal mit E bestätigen, dass sie es auch wirklich nimmt. Es würde ja reichen, wenn man es mit der rechten Maustaste oder mit der linken Maustaste einfach nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Ist ein bisschen anstrengend. So, dann schnippi schnappi. Nein! Nein! Die machen schon wieder Party im Leichenhaus. In den Kühlkammern. Ich kenne das schon. Die klopfen mit ihren Deckeln in der Kühlkammer. Ich hör's nicht. Bin beschäftigt.
Ruhe da jetzt! Ich pumpe! So, ungeduldige Kundschaft, ja, oder? Aber ich nehme mir für jede Leiche genauso viel Zeit wie für die andere. Und je mehr Geister-Scheiß hier veranstaltet wird, desto länger dauert's, ja? So. Dann gibt's ein Bäckle. Wieso füllt man die eigentlich... Wieso hat man die nicht vorgefüllt eigentlich da rumstehen? Genauso wie das Zeug aus dem Klo. Wieso kann ich hier einfach ein paar Kanister schon vorgefüllt hier rumstehen haben? So bereitet man doch eigentlich eine Schicht vor, oder etwa nicht? Ich freue mich schon drauf, wenn ich nach meinem Urlaub morgen ans Leichenhallen im Friedhof vorbeilaufen muss. Oh, ja. Wenn du es klopfen hörst, weißt du Bescheid. Dann klopfen die dir. So. Bissi noch. There we go. Super. Jetzt muss ich mischen gehen, gell? Also das hasse ich am meisten, dass ich da rüberlaufen muss zum Mischen der Flüssigkeit. Das finde ich am allerschlimmsten. Ich weiß nicht mal warum. Einfach weil ich meinen Raum verlassen muss. Und hier so viel Chance zum Blödsinn ist. Ich würde auch ehrlicherweise die Pumpe erst reinigen, wenn ich den schon weggeschafft habe. Das würde doch eigentlich mehr Sinn ergeben, oder? So, gut. I can't use that here. Ja, wo denn dann? Muss ich warten, bis die... Ach, er lässt es mich erst machen, wenn die Pumpe sauber ist. Ach so. Ich schau nicht hin. Ich schau einfach nicht hin. Alright. Das ist überhaupt nicht alright. Jetzt musst du das Licht anmachen gehen. Ich hasse es. Und wir müssen das Ding erst aufmachen, weil sonst kommen wir rückwärts nicht mit dem Kurt durch. Kurt, ready? Fahr mal. Nichts ist hier alright. Die hat ganz schön Nerven, die Gute, gell? Wabbel, wabbel, Kurt. So, hier wohnst du. Er war jetzt nicht besonders auffällig, gell? Er war auch eine brave Leiche. Das macht es natürlich nicht leichter. So. Und dann haben wir noch hier... Hilario. Beasley. Der Herr Beasley. Ui, der hat's aber auch... Die haben's aber auch eilig, auf meinen Schieber immer zu kommen, oder? Was liegt da eigentlich vorm Ofen? Schaufel. Und... Hier ist schon wieder irgendwas merkwürdig. Aber ich merke es nicht. Irgendwas kann ich hier unten machen. That's not it. Aber ich weiß nicht was. Du kannst da, glaube ich, Asche nehmen. Womit denn? Also ich kann das aber nicht aufnehmen. Ich habe nichts, womit ich Asche aufnehmen könnte. In der kleinen Klappe. Ja, aber ich habe nichts, womit ich es benutzen kann. Oder? Warte mal kurz, Mr. Beasley. Was ist das?
Eine Plastic Bag used for storing the ashes. Ah ja. Habe ich das jetzt genommen? Mülldüden. Jetzt habe ich es in der Mülltüte. Jetzt habe ich eine Mülltüte voll Fremdasche. Schaut aus wie so ein Hundekotbeutel. Ich weiß doch jetzt nicht, warum ich das habe, aber ich hab's. Hat er gerade gegrinst? Mei, der ist gut gelaunt, schau. Der Mr. Beasley ist happy. Mei, so ein gut gelaunter Kunde. Drehen Sie sich mal. Aha, aha, ich sehe schon ein Tattoo hier, ein Dämon-Tattoo. Ja, ich hab doch gedacht, das ist hier verdächtig, wenn da jemand so am Grinsen ist. Hier ist nämlich überhaupt nichts witzig. Schau schon wieder und noch ein Dämon-Tattoo. Sehr sass. Sehr sass. Mit dem wird's lustig, sage ich euch. Pickel am Bein. Ach, schieß dich nicht wieder auf das Zeichen ein. Ich glaube, das sagt gar nichts. Ich dachte, das ist das, was den Dämon ausmacht. Also die richtige Leiche. Wenn die diese Dämon-Tattoos haben. There we go. Okay, sie ist fertig. So. Sieht es da noch fresh aus für 52. Naja, wir legen jetzt los. Mr. Burns oder wie auch immer sie hießen, jetzt gibt's erstmal Zahnprothesen. Die hämmer ich ihn jetzt mit einer gewissen Freude rein, bin ich ehrlich. Hier für dein blödes Grinsen. So. Rebecca. Nein, Mann! Rebecca, come down here. Warum denn immer ich? Ich würde gerne einfach weitermachen. Here, aber ich darf nicht. Es macht mir nichts. Alter. Okay, ich komme. In here, Rebecca. Guck mal, der hat den Keller hier reingetragen. Hallöchen. So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin. Hüppies. Oh Gott, oh, Schatten. Ich hab keinen Schlüssel. Ich würde dann wieder gehen. Rätseltime, hat da jemand, hat da eine von euch den Schlüssel, oder? Stundenschlüssel. Oh mein Gott. Oh. In den Mündern. Guck mal den da jetzt an. Er so. Sieben. An dritter Stelle. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich brauche offensichtlich 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. An der dritten Stelle ist eine 7. Machen Sie mal den Mund auf, bitte. Haben Sie was drin? Nee, okay. Dürfte ich mal. Sie haben dann eine 0 auf der Stirn. An der vierten Stelle. 1, 2, 3, 4. Darf ich mal in den Mund schauen, bitte? Ich schwöre, das musste ich nur machen, weil ich mich jetzt über ihn lustig gemacht habe, dass ich ihm mit Freude den Mund zuhämmere. Was hattest du denn eigentlich auf der Stirn stehen? Gar nichts, gell? Na toll. Der hat auch nichts. Wahrscheinlich darf ich gar nicht allen den Mund aufmachen. Aber wir gucken mal weiter. Was haben sie? Die 4.
D4, das ist Leichenbingo hier. Die haben aber nichts im Mund. Ich schwöre, einer hat dann den Schlüssel im Mund, oder? Du bist creepy. Du bist creepy. So sieht man übrigens aus, wenn man im Wald pinkeln muss. So, nochmal eine 4. Da! Danke. Arschloch! Der Sound dazu. Wie geil, er hat einfach stand. Mann, ey. Haben wir schon das Vergnügen gehabt? Ja, gell. Und die 1. Das ist eine 1. Mir fehlt eine Ziffer. Hatte die der Creep? Mir fehlt eine Ziffer. Die zweite Nummer fehlt mir. Aber warte, das ist Ausschlussprinzip. Das krieg ich hin. Ist es sein Zeichen? Na dann. Hallöchen. Na. Chill mal. Ich guck mir das jetzt erst in Ruhe an. Sie lässt ihn trinken. Das ist unser Chef. Ich sag's doch. Der hat. Das alles ist seine Schuld. Alles ist seine Schuld. Der ist ganz schön fordernd, der Dämon. Der geht mir auf den Sack. Was ist, wenn ich da nicht hingehe? Hä? Was ist dann? Oh, der guckt einen an. Ist schon creepy. Guck mal. Okay, ich geh schon. Bin das eigentlich ich oder? David Whitlow. Dead and forgotten. Na, das ist ja mal schmeichelhaft. Soll ich mich da reinlegen, oder was? Oh. Ich wurde offensichtlich geschubst. Jetzt werden wir zugeschaut. Hey! Cheffe! Was? Was? Ist es jetzt vorbei? Habe ich zu lang für irgendwas gebraucht? Was stimmt mit ihm nicht? Oh. Ey, unser Chef ist der Dämon. Hab's gelöst. I can't use that here. That's not it. That's not it. That's not it. Na toll. Hauptsache der andere liegt noch rum. Danke, Hauptboy. War hier nicht ein Hintereingang? Hier nicht eigentlich im Hintereingang? Ich gehe lieber durch die Leichenhalle. Danke, Ari, beruhigt sich, Bitsis. Jammern! Letzte Sigille! Das G. Komm, wir packen es gleich ran. Das hier und das H mit Apostroph. So, also wir haben schon mal alle 4 Sigillen. Wir müssen sie dann jetzt nur noch richtig anordnen. Aber wir müssen ja auch den Dude hier noch fertig machen. Wo sind wir denn hier stehen geblieben bei dem Ganzen? Ja, noch nicht mal die Augen fertig. Ach, ich muss erst noch den Mund zumachen. Ja. There we go. Wie zufrieden sie immer mit sich ist. Alright. Übermotivierte. Dann gibt's auch für dich den Mix des Hauses.
Wunderschön. So. Ich bin Profi, ich kann das schon. So. Ich muss da mal ran. Danke. Jetzt Asche rein, oder? Wäre der Hammer. So. Hallo, Dopeshit, Hallöchen. Ich wäre soweit, wir pumpen. Wunderschön haben sie das gemacht, Herr Raymond Reynolds. Wie hieß er eigentlich? Dann gibt's... Ach ja, ein Tütchen gibt's jetzt. Ich erinnere mich. Sie kriegen selbstverständlich auch ein Tütchen, mein Lieber. Ab ins Bäuchlein. So. Let's pump it up. Sehr gut machen sie das. There we go. There we go. Jetzt muss ich wieder ins Badezimmer, Leute, und den Scheiß mixen. Das hasse ich ja am allermeisten. Aber let's go. So. Das. Nein. Nee. Na, ich kann wieder nicht weitermachen. Oder? Misty. Okay, ich muss den immer Folge leisten. Finde ich auch blöd. Aber muss. Okay, das kannten wir. So. Jetzt würde ich gerne hier ungestört sauber machen. Ja, wenn es recht ist. Danke. Dopeshit Marco hat aus Versehen, glaube ich, was gelöscht von dir, weil er sich verklickt hat. So. Jetzt gibt's noch die Gesichtsmoisturizer, mein Lieber, und dann sehen wir mit ihnen fertig. Wenn ich mir... Ich kann ihn jetzt nicht mehr anschauen, weil... Aber er hat... Ja gut, er hat genauso viel Mist gemacht wie der letzte auch. Schau, der grinst immer noch so doof. Also der ist mir am... Der ist am sassesten. Jetzt ist er eigentlich bereit, wieder zurückgebracht zu werden. So, Leute, und jetzt... Wir haben ja jetzt, wir wissen ja schon, was der richtige, also welche Buchstaben in den Namen gehören. Wir haben quasi ZZGH, also so sehe ich das. Ich gucke jetzt einmal im Computer nach. Hier ZZHG, das ist der, also oben ist das Z mit dem Kringel. So müsste es richtig sein. Und die soll ich ja jetzt der Leiche auf die Brust legen, von der ich glaube, dass sie besessen ist. Und der Dude ist ja schon mal ziemlich sass. Aber ich soll jetzt ja jeden Körper... Ach, ich kann ihn jetzt doch nochmal anschauen. Schau, er hat hier ein Zeichen an der Hand.
Und irgendwo hatte er am Rücken, glaube ich, hatte er auch noch ein Zeichen. Ja, hier hat er eins. Aber es hieß, es kann sinnvoll sein, nochmal alle Leichen rauszuholen und die Körper anzugucken, ob sie sich irgendwie blöd verhalten. Weil die sonst manchmal zucken. Okay, dann bringe ich den Dude jetzt mal in seinen Käfig wieder. Der ist sowas von besessen. Der ist schon allein, wie er grinst, gell? Wir haben ja die drei zur Auswahl. Aber ich habe es letzte Mal versucht, hier über Sicht von hier zu gucken, ob sie was haben. Aber ging nicht. Also nehme ich die nochmal mit. Wird nochmal inspiziert jetzt hier. So, zum letzten Check, mein Guter. Weil wenn jetzt die nicht auffälliger sind als der andere, dann war es halt der. Wir haben uns halt schon mal geirrt. Ja gut, aber das kann halt jetzt auch normal sein, gell? Vielleicht verwest er halt jetzt langsam. Wird halt langsam blau, der Gute. Nee, ich glaube, das ist nichts Dämonisches. Ich glaube, es ist einfach Verfall. Obwohl ich ihn doch einbalsamiert habe, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja genau, stapel sie einfach, mach sie alle kalt. Wir haben ja schon mal jemanden einfach dann geschreddert. Weil wir die Schnauze voll hatten von den Faxen. Aber ich wusste nicht, dass das nicht geht, dass ich die nicht einfach schreddern darf. Also der ist ja eigentlich harmlos. Mach mal Asche drauf. Okay, ich probier's. Aber wo denn? Was? Sakradi. Ah, jetzt habe ich aber keine mehr. Na gut, das war jetzt also offensichtlich nichts. Voll auf den Bauch. Hat sie es ihm geklatscht. Jetzt muss ich noch mal einen Hundebeutel voll Asche nehmen. Moment. Ich kann das nur einmal machen. Oder ich habe die Hände voll. Ich kann keinen Klobeutel mehr nehmen. Na toll. Wer grinst hier so blöd? So, meine Gute, ich schau dich jetzt auch nochmal an. Es ist nur leicht wund gelegen und er hat noch Asche auf dem Bäuchle. Jetzt hat er auch noch Asche auf dem Bäuchle. Ja, genau. So. Nee. An der ist auch nichts. Boah, die Musik, warum stresst die Musik mich so? Ich glaube, es ist der Typ. Der Grinser. Der so sass gegrinst hat, wetten? Oh, warte. Ich brauche den Silberpfeil, bitte. Danke. Okay, ich pack ihm die Marke drauf. Das hat er das letzte Mal auch gesagt. You're wrong, you know. Komm, beweg dich mal. Kommen Sie mit. Ich hab sie. Ach, warte. Nein, du kriegst erst noch dein Geschenk von mir. Bitteschön. Kannst haben. Ja. Ich bräuchte aber Licht. Danke. Ich mach das jetzt. Schön mit Öl.
war's falsch. Komm schon. Bitte lass jetzt diesmal richtig gewesen sein. Ich hab doch alle nochmal angeschaut. Ich glaube, es war schon wieder falsch. Ja, das hatten wir doch schon, das Ende, oder? Mist, ich glaube, es war dasselbe. War das ein Dämon? Ich glaube, ja. Also, aber der hat uns jetzt. Ich hasse es, wenn jemand den Horrorfilm kriegt. Ja. Stiefel, Riemen, Bill. Brüsterchen. I don't want this. I just want to leave. What do I do? Mann. But there's no going. Warum war es denn der jetzt bitte nicht? I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only. Nee, es ist anders, oder? So what? You're waging some selfless holy war. It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better, suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Ja, ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Work the night shift. Nein. Learn what I know. Was? Give yourself a chance at a life beyond fear. Ich hab das doch gemacht. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Nee, aber ist doch richtig gemacht. Hallöchen, Emily. Ich war richtig. Hey, das war richtig, aber Stranges Ende sah ja genauso aus, wie wenn du den falschen Körper verbrennst. Richtige Leiche.